Er fühlte kaum, dass die Windriesen ihr Kampfspiel wieder begannen. Es war ihm auch gleichgültig, was nun weiter geschehen würde. Er klammerte sich in der Mähne des Drachen fest, als dieser plötzlich von einem Wirbel in die Höhe geschleudert wurde. Von Blitzen umlodert rasten sie im Kreise herum, dann ertranken sie fast im waagerecht sausenden Regengüssen. Plötzlich wurden sie in einen Gluthauch hineingerissen, in welchen sie fast verbrannten, doch schon gerieten sie in einen Hagel, der nicht aus Körnern, sondern aus Eiszapfen so lang wie Speere bestand und sie in die Tiefe schlug. Und wieder wurden sie aufwärts gesaugt und herumgeworfen und dahin und dorthin geschleudert. Die Windriesen kämpften miteinander um die Vorherrschaft. »Halt dich fest!« schrie Fuchur, als ein Windstoß ihn auf den Rücken warf. Aber es war schon zu spät. Atreo hatte den Halt verloren und stürzte in die Tiefe. Er stürzte und stürzte, und dann wusste er nichts mehr. Als er wieder zu Bewusstsein kam, lag er im weichen Sand. Er hörte Wellen rauschen, und als er den Kopf hob, sah er, dass er an einem Meeresstrand gespült worden war. Es war ein grauer, nebeliger Tag, aber windstill. Das Meer war ruhig, und nichts deutete darauf hin, dass hier noch vor kurzem ein Kampf der Windriesen getobt hatte. Oder war er vielleicht an einem ganz anderen, fernen Ort geraten? Der Strand war flach. Nirgends waren Felsen oder Hügel zu sehen, nur ein paar verkrümmte und schiefe Bäume standen im Dunst wie große Krallenhände. Atreo setzte sich auf. Ein paar Schritte entfernt sah er einen roten Mantel aus Büffelhaar liegen. Seinen roten Mantel aus Büffelhaar liegen. Er kroch hin und legte ihn sich um die Schultern. Zu seiner Verwunderung stellte er fest, dass der Mantel kaum noch feucht war. Also lag er wohl schon lange hier. Wie kam er hierher? Und warum war er nicht ertrunken? Irgendeine dunkle Erinnerung tauchte in ihm auf, an Arme, die ihn getragen hatten, und seltsam singende Stimmen. »Armer Bub, schöner Bub, haltet ihn, lasst ihn nicht untergehen.« Vielleicht war es auch nur das Rauschen der Wellen gewesen, oder waren es Meerjungfrauen und Wassermänner. Wahrscheinlich hatten sie das Pantakel gesehen und ihn deshalb gerettet. Unwillkürlich griff seine Hand nach dem Amulett. Es war nicht mehr da. Die Kette um seinen Hals war fort. Er hatte das Medaillon verloren. »Fuchur!« schrie Atreo so laut er konnte. Er sprang auf, lief hin und her und rief nach allen Seiten. »Fuchur! Fuchur! Wo bist du?« Keine Antwort. Nur das gleichmäßige, langsame Rauschen der Wellen, die an den Strand spülten. Wer weiß, wohin die Windriesen den weißen Drachen geblasen hatten. Vielleicht suchte Fuchur seinen kleinen Herrn irgendwo ganz anders, weit entfernt von hier. Vielleicht war er auch nicht mehr am Leben. Nun war Atreo kein Drachenreiter mehr und kein Bote der kindlichen Kaiserin. Nur noch ein kleiner Junge und ganz allein. Die Turmuhr schlug 6. Draußen war es jetzt schon dunkel. Der Regen hatte aufgehört. Es war ganz still. Bastian starrte in die Kerzenflammen. Dann zuckte er zusammen, weil der Dielenboden knackte. Es kam ihm so vor, als ob er jemand atmen hören könnte. Er hielt die Luft an und lauschte. Außer dem kleinen Lichtkreis, den die Kerzen verbreiteten, war der riesige Speicher jetzt von Finsternis erfüllt. Tappten da nicht leise Schritte auf der Treppe? Hatte sich nicht eben die Klinke der Speichertür ganz langsam bewegt? Wieder knackte der Dielenboden. Wenn es auf diesem Speicher spukte. »Ach was«, sagte Bastian halblaut, »es gibt keine Gespenster. Das sagen alle.« »Aber warum gibt es dann so viele Geschichten darüber?« »Vielleicht hatten alle, die sagten, es gäbe keine Gespenster, bloß Angst davor, es zuzugeben.« Atreo wickelte sich fest in seinen roten Morgenmantel, denn ihm war kalt, und machte sich auf den Weg landeinwärts. Die Landschaft, soweit er sich wegen des Nebels überhaupt sehen konnte, veränderte sich kaum. Sie war flach und gleichförmig, nur dass nach unten nach und nach zwischen den verkrümmten Bäumen immer mehr Buschwerk kam, Sträucher, die aussahen wie
aus rostigem Blech und fast ebenso hart waren. Man konnte sich leicht an ihnen verletzen, wenn man nicht Acht gab. Etwa nach einer Stunde erreichte Atreo eine Straße, die mit buckligen, unregelmäßig geformten Steinbrocken gepflastert war. Atreo beschloss, der Straße zu folgen, die ja wohl irgendwo hinführen musste, aber er fand es bequemer, neben der Straße her im Staub zu gehen, als über das holprige Pflaster. Sie verlief in Schlangenwindungen, krümmte sich nach links und nach rechts, ohne dass man einen Grund dafür erkennen konnte, denn auch hier gab es weder Hügel noch Fluss. In dieser Gegend schien alles krumm zu sein. Atreo war noch nicht sehr lange so dahin gewandert, als er aus der Ferne ein seltsames, stampfendes Geräusch vernahm, das näher kam. Es war wie das dumpfe Dröhnen einer großen Trommel. Dazwischen hörte er schrilles Pfeifen wie von kleinen Flöten und Schellengeklingel. Er versteckte sich hinter einem Busch am Straßenrand und wartete ab. Die eigenartige Musik kam langsam näher, und schließlich tauchten aus dem Nebel die ersten Gestalten auf. Offenbar tanzten sie, aber es war kein fröhlicher oder anmutiger Tanz. Vielmehr sprangen sie mit höchst absonderlichen Bewegungen herum, wälzten sich auf dem Boden, krochen auf allen Vieren, bäumten sich hoch und benahmen sich wie verrückt. Aber das Einzige, was man dabei hörte, war der dumpfe, langsame Trommelschlag, die schrillen Pfeifchen und ein Winseln und Keuchen aus vielen Kehlen. Es wurden mehr und mehr und immer mehr. Es war ein Zug, der kein Ende zu nehmen schien. Atreo erblickte die Gesichter der Tänzer. Sie waren grau wie Asche und schweißüberströmt, aber ihre aller Augen glühten in einem wilden, fieberhaften Glanz. Manche peitschten sich selbst mit Geißeln. »Sie sind wahnsinnig«, dachte Atreo, und ein kalter Schauder lief ihm über den Rücken. Übrigens konnte er feststellen, dass der größte Teil dieser Prozession aus Nachtalben, Kobolden und Gespenstern bestand. Auch Vampire und eine Menge Hexen waren darunter, Alte mit großen Buckeln und Ziegenbärten am Kinn, aber auch Junge, die schön und böse aussahen. Offensichtlich war Atreo hier in eines der Länderphantasiens geraten, das von den Geschöpfen der Finsternis bevölkert war. Hätte er Aurin noch gehabt, so wäre er ihnen ohne zu zögern entgegengetreten, um sie zu fragen, was hier vorging. So aber zog er es vor, in seinem Versteck abzuwarten, bis die tolle Prozession vorübergezogen war und der letzte Nachzügler hinkend und hopsend im Nebel verschwand. Erst dann wagte er sich wieder auf die Straße hinaus und blickte dem geisterhaften Zug nach. Sollte er ihnen folgen oder nicht? Er konnte sich nicht entschließen. Eigentlich wusste er überhaupt nicht mehr, ob er jetzt noch irgendetwas tun sollte oder konnte. Zum ersten Mal fühlte er deutlich, wie sehr ihm das Amulett der kindlichen Kaiserin fehlte und wie hilflos er ohne es war. Nicht der Schutz, den es ihm gewährt hatte, war das Eigentliche. Alle Mühen und Entbehrungen, alle Ängste und Einsamkeiten hatte er ja dennoch aus eigenen Kräften bestehen müssen. Aber solange er das Zeichen getragen hatte, war er nie unsicher gewesen, was er tun musste. Wie ein geheimnisvoller Kompass hatte es seinen Willen, seine Entschlüsse in die rechte Richtung gelenkt. Aber jetzt war das anders, jetzt war keine geheime Kraft mehr da, die ihn führte. Nur um nicht wie gelähmt stehen zu bleiben, befahl er sich selbst, dem Gespensterzug zu folgen, dessen dumpfer Trommelrhythmus noch immer aus der Ferne zu hören war. Während er durch den Nebel huschte, immer darauf bedacht, gebührend Abstand von dem letzten Nachzüglern zu halten, versuchte er, sich über seine Lage klar zu werden. Warum nur? Ach, warum nur hatte er nicht auf Fuchu gehört, als der ihm geraten hatte, sofort zur kindlichen Kaiserin zu fliegen? Er hätte ihr die Botschaft der Uilala überbracht und den Glanz zurückgegeben. Ohne Aurin und ohne Fuchur konnte er nicht mehr zur kindlichen Kaiserin gelangen. Sie würde bis zum letzten Augenblick ihres Lebens auf ihn warten, hoffen, dass er käme, glauben, dass er ihr und Phantasium die Rettung brächte, aber vergebens. Das war schon schlimm genug. Schlimmer war aber, was er durch die Windriesen erfahren hatte, dass es keine Grenzen gab. Wenn es unmöglich war, aus Phantasien herauszukommen, dann war es auch unmöglich, ein Menschenkind von jenseits der Grenzen zu Hilfe zu rufen. Gerade weil Phantasien unendlich war, war sein Ende unabwendbar. Während er weiter über das unebene Pflaster durch den Nebelschwaden stolperte, hörte er in seiner Erinnerung noch einmal die sanfte Stimme der Uyulala. Ein winziges Hoffnungsfünkchen glomm in seinem Herzen auf. Früher waren oft Menschen nach Phantasien gekommen, um der kindlichen Kaiserin immer neue, herrliche Namen zu geben.
So hatte sie doch gesungen. Also gab es doch einen Weg von der einen Welt in die andere. Für sie ist es nah, doch für uns ist es weit, zu weit, um zu ihnen zu kommen. Ja, so hatten Ujulalas Worte gelautet. Nur, dass die Menschenkinder diesen Weg vergessen hatten. Aber konnte es nicht sein, ein einziges sich wieder daran erinnerte? Dass es für ihn selbst keine Hoffnung mehr gab, kümmerte Atreo wenig. Wichtig war allein, dass ein Menschenkind den Ruf Phantasiens hörte und kam, so wie es zu allen Zeiten geschehen war. Und vielleicht hatte sich schon eines aufgemacht und war unterwegs. »Ja, ja«, rief Bastian. Er schrak vor seiner eigenen Stimme und fügte leise hinzu. »Ich würde euch ja zu Hilfe kommen, wenn ich nur wüsste, wie. Ich weiß den Weg nicht, Atreo. Ich weiß ihn wirklich nicht.« Der dumpfe Trommelklang und die schrillen Pfeifchen waren verstummt, und ohne es zu merken, war Atreo der Prozession so nahe gekommen, dass er fast auf die letzten Gestalten auflief. Da er barfuß war, machten seine Schritte kein Geräusch, aber nicht das war es, was die Leute dazu brachte, ihn überhaupt nicht zu beachten. Er hätte auch mit einer eisenbeschlagenen Stiefel dahertrampeln und laut schreien können. Niemand hätte sich darum gekümmert. Sie standen nun nicht mehr in einem Zug, sondern weit verteilt auf einem Feld aus grauem Gras und Schlamm. Manche schwankten leicht hin und her, andere standen auch oder hockten reglos herum. Aber ihre aller Augen, in denen ein blinder, fiebriger Glanz lag, blickten in dieselbe Richtung. Und nun sah auch Atreo, worauf sie hinstarrten, wie in einer grausigen Verzückung. Auf der anderen Seite des Feldes lag das Nichts. Es war, wie Atreo es schon vorher bei den Borkentrollen aus dem Baumwipfel gesehen hatte, oder auf der Ebene, wo die magischen Tore des südlichen Orakels gestanden hatten, oder vor Fuchus Rücken aus großer Höhe. Aber bisher hatte er es immer nur aus der Ferne gesehen. Jetzt aber stand er ihm unvorbereitet ganz nah gegenüber. Es ging quer durch die ganze Landschaft, es war riesig, und es kam langsam, langsam, aber unaufhörlich näher. Atreo sah, dass die Spukgestalten auf dem Feld vor ihm zu zucken begannen, dass ihre Glieder sich wie in ein Krampfen verdrehten und ihre Münder aufgerissen waren, als wollten sie schreien oder lachen, doch es herrschte Totenstille. Und dann, als seien sie welke Laubblätter, die einen Windstoß erfasst, rasten sie alle gleichzeitig auf das Nichts zu und stürzten, rollten und sprangen hinein. Kaum war der letzte dieser gespenstischen Schar lautlos und ohne Spur verschwunden, als Atreo mit Schrecken bemerkte, wie auch sein eigener Körper anfing, sich mit kleinen, ruckartigen Schritten auf das Nichts zuzubewegen. Ein übermächtiges Verlangen, sich ebenfalls hineinzustürzen, wollte von ihm Besitz ergreifen. Atreo spannte all seinen Willen an und wehrte sich dagegen. Er zwang sich, stehen zu bleiben. Langsam, ganz langsam gelang es ihm, sich umzudrehen und sich Schritt für Schritt wie gegen eine unsichtbare, mächtige Wasserströmung voranzukämpfen. Der Sog wurde schwächer, und Atreo rannte schnell er konnte auf dem buckligen Straßenpflaster zurück. Er rutschte aus, stürzte hin, raffte sich auf und rannte weiter, ohne zu überlegen, wohin die Straße ihm im Nebel führen könnte. Laufend folgte er ihrer sinnlosen Krümmungen und hielt erst inne, als auf dem Nebel vor ihm eine hohe, pechschwarze Stadtmauer auftauchte. Dahinter ragten einige schiefe Türme in den grauen Himmel. Die dicken, hölzernen Flügel des Stadttores waren morsch und verfault und hingen schräg in den verrosteten Angeln. Atreo ging hinein. Es wurde immer kälter auf dem Speicher. Bastian begann so zu frieren, dass er zitterte. Und wenn er nun krank würde, was würde dann aus ihm werden? Er konnte zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommen wie Willi, der Junge aus seiner Klasse. Dann würde er hier ganz allein auf dem Speicher sterben müssen. Niemand wäre da, um ihm beizustehen. Er wäre jetzt sehr froh gewesen, wenn der Vater ihn finden und retten würde. Aber heimgehen? Nein, er konnte es nicht. Lieber sterben. Er holte sich noch die restlichen Militärdecken und mummelte sich von allen Seiten darin ein. Langsam wurde ihm wärmer.